Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu einer weiteren Episode, schon der Nummer 7 von 5x5. Mein Name ist Max J. Pucher, mein Gegenüber Gerald Makel. Herzlich willkommen, Gerald. Servus, Max. Wir sind aus dem Urlaub zurück. Braun gebrannt, braun beide. Gebrannt, Gut aufgelegt. Gestärkt, paar Kilo mehr. Warte, ich muss so sitzen, damit sie es nicht sehen, die Zuschauer. Ja, und es hat sich einiges getan. Wir haben eine ganze Menge zu erzählen und zu berichten und Ja. zu diskutieren, Fakten zu bringen. Eine Dame hat mir sehr freundlich geschrieben, ich habe das eh kopiert, hat gesagt, ja, also sie ist nicht glücklich mit unserer Faktenberichterstattung. Yes, also es tut mir wirklich leid, Ja. liebe Frau. Ich habe das Mail gelesen. Sie sehen Asche auf meinem Haupt. Ich habe fälschlicherweise, weil wir sagen ja immer, wir bringen Fakten. Es war offensichtlich nicht ganz klar für alle Beteiligten, dass es humoristisch gemeint war. Es geht um die Sommergespräche. Es hat sich herausgestellt, dass dieses Kammerl, dass ich hier strenges Kammerl im ORF bezeichnet habe, dass dieses strenge Kammerl nicht im ORF steht, Genau. sondern wir Faktenberichtigung bitte für die Faktenchecker. Das steht im Parlament. Das ist ja noch schlimmer eigentlich. Was noch schlimmer ist. Gut, aber gnädige Frau, Sie haben natürlich völlig Vollkommen recht, recht. vollkommen recht. Ich korrigiere diese Fakten, ich entschuldige mich. Das strenge Kammerl steht nicht im ORF, sondern im Genau. Parlament. Wir haben uns ja hauptsächlich über den Stil Über den dieser Stil, Berichterstattung eigentlich wo lustig ich gesagt gemacht. habe, wir haben uns darüber lustig gemacht, weil ich Ja. mir erstens mal, wie kommt man auf die Idee, in so einem Setting ein Sommergespräch zu machen, Genau. statt unter einer Linde Ja. im lauen Sommer. In der Am lauen Pool. Sommernacht am Pool zum Beispiel, Ja, na gut, das wollen wir uns nicht genau. vorstellen. Es gibt diverse Spitzenpolitiker am Pool, möchte ich mir nicht vorstellen. Aber wir haben uns hauptsächlich lustig gemacht, es war humoristisch gemeint und danke vielmals, dass Sie uns darauf aufmerksam gemacht haben. Also die Faktenberichtigung haben Haben wir wir hinter gemacht. uns. Ja, für heute haben wir uns eine ganze Reihe von Themen zurechtgelegt. Und zwar hat sich ja einiges getan. Ja. Wir machen es nicht chronologisch, sondern so mehr, was ist gerade am heißesten, was ist am interessantesten. Wollen wir zuerst über den Fall Teichtmeister reden, über das Urteil, das da gesprochen wurde. Dann der Wahlkampf in Österreich ist im Prinzip im Laufen. Ja. Gehen wir davon aus, dass das im Gange ist. Na, der hat begonnen, ja. Ja. Dann der Wahlkampf in den USA bewegt sich auch heftigst voran, da tut sich einiges. Ein Update, ja. Ja, da wollen wir ein bisschen beplaudern, was das heißt. Und das hat natürlich auch Verbindungen zu dem ganzen Komplex, Situation in der Ukraine, Situation mit China und die Vernetzung mit Ja, BRICS. da wollen wir so ein bisschen einen globalen Blick werfen, Genau. genau. Und kommen dann wieder Genau. zurück zum. Dann kehren wir wieder zurück und sprechen über ein Problem, das mir ganz besonders nahe ist, weil ich ja zwei Kinder in der Schule habe und aber du natürlich auch mit Familie, Und ich natürlich froh bin, dass meine Kinder Schulsystem. nicht Genau. mehr in der Schule Genau. sind. Ja, Aber und die Enkelkinder noch nicht. genau, also das Ja. ist ein Thema, das wollen wir dann auch noch behandeln. Ja, 5x5 werden wir wahrscheinlich wieder nicht schaffen. Wir bemühen uns aber trotzdem, wir wollen auch die Sendung nicht umtaufen. Also legen wir los. Ja, Die Zuschauer erwarten es eh nicht mehr, dass wir die 25 Minuten einhalten, aber wir werden uns bemühen. Berichtest du Fakten, Urteil, Teichtmeister? Ja, ich wollte es ein bisschen anders angehen, weil jeder hat gelesen, ganz Österreich ist empört. Ich glaube, wir sollten Also man muss sagen, nicht ganz Österreich, aber der Großteil der Österreicher ist empört. 95% von Österreich ist also schwer empört. Das Gerechtigkeitsempfinden, glaube ich, von niemandem ist ja auch nur annähernd befriedigt. Aber ich möchte mein Statement von heute eigentlich weg von dem eh schon in alle Richtungen diskutierten und jeder hat quasi schon ein Video drüber gedreht und alle reden drüber. Aber was mir derzeit noch abgeht, ist die größere Dimension, nämlich jetzt nicht nur auf den Herrn, den ich eigentlich ja, aus meinem Sprachgebrauch streichen möchte, weil ich finde, ja, er ist zwar jetzt freigesprochen worden, was aber nicht heißt, dass ihn die Gesellschaft akzeptieren muss. Ich persönlich kann also, ohne Und dass ich auch ihm sicher zu. nicht rehabilitiert. Na, und ich persönlich kann für mich sagen, ich bewege mich leider auch beruflich bedingt in den Kreisen und den Lokalen, in denen ich in Gefahr laufe, ihn zu begegnen. Aber ich persönlich mache das einfach so, wenn er im Lokal ist, verlasse ich das Lokal und sage den Leuten mit diesem, wenn sie den bedienen, bedienen sie mich nicht. Aber das ist meine persönliche Entscheidung und ich will auch niemanden dazu aufrufen. Ich verkünde nur, was ich persönlich mache. Was mir allerdings so in der Diskussion überhaupt abgeht, sind so die Hintergründe und die Begleiterscheinungen.
Es hat zum Beispiel in der Diskussion sich ergeben, die Anwälte, die die Stellung genommen haben in den Medien, haben zum Beispiel festgehalten, wir haben in der Woche 60 Fälle von Kindesmissbrauch, von Pornobildern bei Minderjährigen in ganz Österreich, die verhandelt werden. 60 pro Woche. Und die alle beim ersten Mal als unbescholtene Täter ohne Strafe nach Hause gehen. Also das ist jetzt nicht nur in einem Fall, sondern wir haben 60 Fälle. Die zweite Frage, die sich stellt, ist, warum ist das Gesetz mit der eh schon lächerlichen Verschärfung, die Regierung angekündigt hat, warum ist das nicht beschlossen worden vor der Sommerpause? Es hätte zwar für den Fall T nicht mehr gegolten, ich spreche seinen Namen auch nicht mehr aus, es hätte für den Fall T nicht mehr gegolten, aber es wäre zumindest ein Symbol gewesen, dass die Regierung das auch ernst nimmt. Und ich frage ernsthaft, warum die Frau Zadic, die noch bei der Aufregung vom verschobenen ersten Prozess, da ist man schon einmal im Frühling diskutiert worden, da hat sie gesagt, das Gesetz kommt, es ist auch vorgelegt worden. Warum liegt es im Schreibladel von der grünen Justizministerin und ist nicht im Parlament gelandet? Warum gibt es keine parteiübergreifende Initiative, damit wir einmal den Konsens herstellen, dass die Gesetzgebung dem Gerechtsempfinden entspricht? Und schlussendlich müssen wir einfach darüber reden, dass unsere gesamte Gesetzgebung völlig aus dem Ruder läuft. Also wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie heute, nehmen wir das berühmte Beispiel aus Kärnten des Hypobankdirektors, der wegen Untreue verurteilt worden ist. Untreue ist, wenn du als Angestellter oder Manager einen Schaden zu verantworten hast, den deine Gesellschafter tragen müssen, dann ist der Strafrahmen 10 Jahre und der Herr aus Kärnten, obwohl der genug sonst noch angestellt hat, hat für dieses eine Verfahren 9 Jahre unbedingt bekommen. Der Herr Grasser, auch wenn das jetzt sehr viele anders sehen, aber vom Strafrahmen her völlig lächerlich. Dem Grasser haben sie damit nachgewiesen, dass er Geld genommen hat. Das war ein reiner Indizienprozess. Der hat über 6 Jahre unbedingt gekriegt. Das heißt, der geht mindestens, du kannst frühestens nach der Halbstrafe, also nach 3 Jahren kann der frühestens ansuchen drum, dass er nach Hause geht. Wir haben also eine völlige Ungleichgewichtung zwischen Kapitalverbrechen, wo du jetzt irgendjemanden finanziellen Schaden zufügst und Verbrechen zu Kindern oder überhaupt zu Leib und Leben. Und das Letzte, was ich persönlich dazu sagen will, ist, wir müssen uns einfach irgendwann darüber einigen, dass Schutz von Kindern viel stärker bestraft werden sollte. Nämlich Kinder sind automatisch ein schweres Delikt. Wenn ich heute mit dir zum Raufen komme, weil wir uns streiten, ob es einen Plan gibt oder nicht, und ich verletze dich und ich bin unbescholten und ich habe dich nicht schwer verletzt, dann kriege ich eine Strafe wegen Körperverletzung. Wenn du ein Polizist bist und du hast einen kleinen Kratzer auf deinem Finger, weil ich mich gegen die Verhaftung gewehrt habe und du gehst hin und sagst, ich habe da einen Kratzer, habe ich automatisch eine schwere Körperverletzung, weil man sagt, der Mensch steht im öffentlichen Interesse, der steht dort, um die Bevölkerung zu schützen und jeder Angriff ist automatisch eine schwere Körperverletzung. Und jetzt frage ich uns alle miteinander, warum ist nicht jeder Angriff auf ein Kind automatisch eine schwere Körperverletzung? Mhm. Ob ich jetzt ein Büdel habe oder nicht, oder ob ich das Kind wirklich angreife oder nicht, das sind natürlich zu unterscheiden, aber der Mindeststrafrahmen muss her. Ich finde auch diese Entschuldigung so absolut unakzeptabel, dass man ihm hergeht und sagt, naja, er hatte ja keine Daten gesetzt. Punkt 1, muss man sagen, wurde das nicht einmal nachgeprüft. Es wurde überhaupt nicht eruiert, ob er Daten gesetzt hat oder nicht. Ja. Das war überhaupt nicht Thema des Prozesses. Das wäre aus meiner Sicht ganz wichtig gewesen, das im Detail abzugehen. Es wurden noch keine Zeugen befragt. Ja. Und die Freiwilligen sind sogar ins Ausland geflüchtet. Und dann wird komplett ignoriert und vergessen, dass diese 60.000 Bilder, dass da 76.000, dass da ja Kinder drauf sind. Ja. Und diese Kinder wurden ja deswegen missbraucht, weil es jemand gibt, der diese Bilder konsumiert. Genau. Ja. Und deswegen ist das eine Verhöhnung, ja, dieser geschändeten Kinder, die auf diesen Bildern drauf sind, weil dann derjenige, der das auf die Art und Weise konsumiert, ganz einfach laufen gelassen wird. Ja. Wobei ich hätte sehr gut damit leben können, wenn man gesagt hätte, gut, okay, er ist unbescholten, er hat das erste Mal und deswegen keine Gefängnisstrafe, ist nur bedingt.
aber du gehst jetzt einmal im Minimum 2 Jahre in die Psychiatrie und wirst dort behandelt und wirst dort geschaut, ob du überhaupt fähig bist, wieder unter die Menschen gelassen zu werden. Ja? Weil ich halte den Menschen für geisteskrank. Ja. Ja, meine Meinung, ich bin kein Arzt, ja, aber wenn jemand so etwas tut, ich habe kein Problem damit, wenn sie irgendwelche Videos ausschaut oder Pornos ausschaut, ja, das machen genug Männer, ja, da brauchen wir jetzt nicht die Heiligen spielen. Aber diese Geschichte, vor allem die krank. Texte, die das der dazu verfasst hat, ja, seine Horrorfantasien, also aus meiner Sicht ist das nicht berücksichtigt worden und es ist damit eine Verharmlosung, ja, der Pädophilie in diesem Ausmaß. Ja, und da hast du völlig recht und da können wir auch von Fakten und nicht von Meinung reden, was sich gestern in einem Reflex der Abwehr gegen den Mob abgespielt hat, vor allem auf Twitter aus den einschlägigen linken Kreisen, das war verabscheuungswürdig, da wird verharmlost, da wird verglichen mit der selbsternannte Star-Moderator der ZIP2 hat dort extra noch gestern dazu gesagt, also kann man das für Pädophilie vergleichen mit einer Krankheit wie Alkoholsucht? Na, Alkohol und Drogen kann ich nehmen, ohne dass ich jemanden anderen schade. Manchmal tue ich das nicht und dann wird man eh bestraft. Aber Alkohol und Drogen kann sich jeder reinschmeißen und schadet sich selbst am allermeisten. Genau. Aber bei dem schadet man ein Kind. Das genau. Pädophilie ist nicht entschuldbar. Pädophilie muss automatisch zum Ausschluss aus der Gesellschaft führen. Und zwar nicht nur beim Herrn T., sondern, und das ist für mich wieder ein Faktum, was mich fürchterlich entsetzt hat, ich halte zwar die Zahl für übertrieben, aber selbst ein Zehntel der Zahl wäre noch eine Katastrophe. Man hat, wenn man behauptet, Pädophilie sei bei ungefähr 1% der Bevölkerung, also vor allem der männlichen Bevölkerung, sei das da, aber selbst wenn es nur ein Zehntel Prozent sind, waren es 45.000, die pädophil sind. Und das ist eine unglaublich erschreckende Zahl. Und dann gleich noch einmal, das mag ja sein, ja, und ja, natürlich, ja, es gab viele, viele Zeiten in der Geschichte, wo sexuelle Handlungen mit Jugendlichen, mit Kindern als normal und cool und super und ja, auch genauso schön wie ein junges Mädchen, auch mit jungen Buben, das gab's alles. Nur, wenn ich hergehe und sage, na ja, aber das hat ja eh 1% der Bevölkerung, dann muss ich ja die Strafen erst recht umsetzen. Ganz genau. Ja? Wenn, das ist nicht ein Grund zur Verharmlosung. Ja. Und genau das Gegenteil. Und was mich auch so wahnsinnig stört, wie du es ja schon erwähnt hast, ist diese Doppelmoral, ja? Dass zum Beispiel Handlungen, die von Immigranten gesetzt werden, ja? Und das ist ein extrem heikles Thema, wenn man da irgendwas dazu sagt, und da gibt es genug Gewalttaten, da gibt es genug Messerstechereien, da gibt es genug Vergewaltigungen. In Österreich nicht ganz so schlimm, wie es in Deutschland ist und in Schweden zum Beispiel. Mhm. Ja, und das wird auch verharmlost. Ja, ja. Da passiert auch viel zu wenig, das wird nicht ausreichend bestraft. Und wenn man irgendetwas dazu sagt, dann ist man eben ein Rechtsextremer und ein Hasser. Und das ist aber nicht so, weil da geht es um junge Mädchen, da geht es um Frauen, auch da geht es um sehr viele Jugendliche, die da attackiert werden, sowohl sexuell als auch nicht. Und das muss genauso in einem Rechtsstaat ordentlich und sauber und mit entsprechender Härte abgehandelt werden, weil sonst wird das normalisiert. Genau. Meine Meinung, das sind jetzt die Fakten, du hast auch schon deine Meinung gesagt, meine abschließende Meinung zu dem Thema ist, es ist ganz einfach, wir sind, und das ist die Überleitung zum nächsten Thema, wir sind im Wahlkampf, der hat begonnen, und es ist ganz einfach, eine Partei, die nicht klipp und klar sagt, wie sie dieses Thema des Kinderschutzes in Zukunft gesetzlich regeln will, ist unwählbar. Wann man das verharmlost und nicht bereit ist, dem Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung und dem normalen Menschenverstand anzugleichen und zu sagen, Angriff auf Kinder ist automatisch eine schwere Straftat. Egal, es ist immer ein Angriff auf eine unschuldige, reine Kinderseele, die damit möglicherweise nie zurechtkommt. Und ich bin der Meinung, eine Partei, die gewählt werden will, muss jetzt deklarieren, was sie hier ändern will, und wenn es nichts ändern will, ist sie nicht wählbar. Egal wer es ist. Das wäre so meine Meinung dazu. Absolut. Das leitet uns gleich zum Wahlkampf. Zum Wahlkampf. Wir wissen nicht genau, wann wir wählen, aber wir wählen. Und wir wählen bald. Niemand glaubt in Wien, nicht nur ich, sondern niemand, der sich den politischen Zirkeln ein bisschen auskennt und ein bisschen Kontakte hat in Wien, glaubt daran, dass wir erst nächstes Jahr im Herbst wählen. Wir können uns erzählen, was wollen.
Du und dein böses Insiderwissen. Man liest es auch in der Zeitung, man überplattelt es einfach. Genau. Ja, im August zum Beispiel hat die ÖVP hat seit Anfang August ihre Wahlkampfzentrale neu gemacht. Plötzlich ist der Wahlkampfleiter vom Herrn Kurz wieder da. Ja. Das gesamte Team Kurz ist wieder da. Ja. Vom Fleischmann angefangen. Die ÖVP hat in Wahrheit wieder das Kurz-Team aufgestellt. Ja. Und wenn wir schon bei Gerüchten sind, Sie können mir erzählen, was wollen, ich meine, die für unsere Zuseher, die nicht in Wien leben, bei der Einfahrt von Wien, von der Wiener Südosttangente, gibt es in Richtung Innenstadt zwei sehr prominent stehende Gebäude. Das eine, ich glaube, 150 Meter hoch oder 130 Meter hoch und das andere ist um die 80 Meter hoch. Auf diesem 80 Meter Gebäude hängt in allen vier Richtungen ein, ich glaube, 50 Meter hohes Werbeplakat für den Kurzfilm, der gestern da war. Kurz, und davon sind, ich habe heute wieder mit dem Chef eines österreichischen Mediums telefoniert und wir waren uns beide völlig einig, Kurz will wieder zurück. Der bastelt am Comeback und die ÖVP will das Comeback. Und jetzt fehlt ihm nur mehr der Freispruch im Prozess, den sie ihm aufgelegt haben, weil sie haben Anklage erhoben, obwohl 30 Leute für den Kurz ausgesagt haben. Und natürlich werden viele Menschen jetzt sehr empört sein und sagen, der Kurz ist gehört in Häfen und der Kurz gehört dafür eingesperrt. Tatsache ist, ich wette hier heute in 5x5, dass der Herr Kurz einen glatten Freispruch kriegt, weil man ihm nämlich nachweisen muss, um ihn für schuldig zu sprechen, dass er beim Parlamentsausschuss gewusst hat, dass er lügt. Wenn er es nicht gewusst hat, dass er lügt, ist es kein Vorsatz, dann können sie ihn auch nicht verurteilen. Und es werden 30 Personen auftreten, die schon in den Vorfahren, in den Vorerhebungen da waren, die alle aussagen, er kann es nicht gewusst haben. Und der Richter ist sowieso schon unter Beobachtung, weil er als links geoutet worden ist und der wird den Teufel tun und gegen jede Vernunft und gegen jede Aussage hier trotzdem overrulen. Das heißt, ich rechne damit, dass die Staatsanwaltschaft im Oktober wieder einmal eine schallende Ohrfeige kriegt, sich dann nicht traut, die anderen Delikte so schnell anzuklagen. Damit ist Kurz weiß gewaschen. Und ich darf mich nicht wundern, wenn wir mit einem Herrn Kurz, wenn die ÖVP wieder mit dem wieder erstarkten Kurz in die Wahlen geht. Und ich sag's dir, wie es ist, ich glaube, das geht sogar rein. Der Nehammer kriegt keine 20%, Kurz hat einen noch immer Bonus bei weiten Teilen der Bevölkerung, der wird das schon 25% schaffen. Also schlechter als der Nehammer wird auf gar keinen Fall abschneiden. Die SPÖ hat ihren Wahlkampf gleichzeitig mit dem großen Parteitag gemacht. Am 11.11. gibt es den Parteitag der Sozialdemokraten, wo der Herr Babler offiziell aufs Schild gehoben wird. Das ist wirklich Faschingsbeginn. Das ist eine Sensation. Wer das Datum ausgesucht hat, weiß ich nicht. Aber auch das ist da der typische Wahlkampfauftakt. Was gibt Schöneres, wie wenn ein Saal voller Sozialisten dem neuen roten Held zujubelt? Dem Herrn Kickl wird auch noch was einfallen. Und wie wir seit gestern wissen, haben auch die NEOS bekannt gegeben, dass sie ihr inneres Team umgestellt haben. Also auch die sind bereits wahlkampfbereit. Wir sind im Wahlkampf. Mhm. Und wir werden, also ich würde mich darauf wetten trauen, wir werden nicht vorher wählen. Mhm. Wenn ich das so beobachte, Entschuldigung, gibt's wir werden vorher wählen. Ja, ja. Wir werden erst im Herbst wählen, wir werden vorher wählen. Wenn ich mir das so anschaue, was da jetzt schon für Aussagen lanciert werden, ich habe auch so das Gefühl, dass jede Menge so Testballons hochgeschossen werden. Mhm. Ja, es werden jede Menge Aussagen lanciert, wo man schaut, okay, wie reagiert der Bürger drauf? Mhm. Ja, welche Themen können wir reinbringen, welche können wir nicht reinbringen? Und es gibt beides. Also es gibt die sagen, na endlich ein Sozialist, der wirklich Sozialist ist und eben versucht, die Prinzipien umzusetzen und meint damit den Herrn Babler. Und andere heute wieder mit Leuten aus der Wirtschaft gesprochen, die haben gesagt, der kann sich mit dieser Erbschafts- und Vermögensteuer nur abschießen. Es gibt in der Bevölkerung niemanden, der das tragen will, nach diesen Jahrzehnten ohne. Ja? Auch wenn er meint, da könnte er damit 6 Milliarden lancieren irgendwie. Aber wie viel haben wir jetzt verpfiffen mit Corona? 50, wir haben allein genau. 5 Milliarden ausgeben für Tests. Ich bin da ganz bei dir. Es ist, aber in Wahrheit ist, so wie du es gesagt hast, es lässt jeder seine Versuchsballone steigen und
es aktiviert jeder sein Kernpublikum. Ja. Also die ÖVP, komischerweise, ich würde mich als Babler eigentlich gekränkt fühlen, weil der Nehammer hat bis jetzt noch nichts Böses über den Babler gesagt und konzentriert sich auf den Hauptfeind Kickl. Das ist ja eine Gratiswerbung für den Kickl, weil das ist jetzt der Kanzlerwahlkampf ÖVP. Der Nehammer glaubt noch, dass er es sein wird, aber ich glaube eher ÖVP Kurz gegen als an ÖVP Nehammer gegen Kickl. Also das ist der Wahlkampf und da geht es nur darum, wer wird der Stärkere und was ist normal. Das war die Normalitätsdebatte. Der Kickl hat natürlich auch die Themen, und du wirst sehen, er wird die Themen immer wieder bringen, die halt seine Leibthemen sind. Der Babler spielt den Ultrasozialisten, um jetzt einmal seine Kernwählerschichten zu haben. Und auch die Grünen und auch die Neos sammeln jetzt einmal vor allem ihre eingefleischten Fans um sich. Das ist das kleine Einmaleins jedes Wahlkampfs. Zuerst sicherst einmal deine Stammwähler und dann versuchst du im gegnerischen Lager zu fischen, indem du sagst, da schau her, wie extrem der ist. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass wir uns de facto schon im Wahlkampf befinden und dass die Zuschauer, die uns dazu sehen, werden es mit jeder Woche vielleicht mit ein bisschen wacheren Ohren hören und beobachten, wir sind schon mittendrin. Und da komme ich zu meiner Meinung, jetzt ist es Zeit, Forderungen zu stellen. Jetzt ist es Zeit, in allen Kommentaren, in euren Gesprächen mit politischen Parteien zu sagen, wir wollen nicht wissen, was macht der andere falsch und wie böse ist der andere. Wir wollen wissen, was ist dein Programm? Ganz konkret. Punkt 1 bis Punkt 10. Ich muss da wirklich hervorheben, obwohl ich nicht weiß, ob ich AfD als Deutscher wählen würde. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich beschäftige mich nicht gut genug, um meine Meinung wirklich gefestigt zu haben mit der AfD. Aber was mir sehr gut gefallen hat, war, die AfD hat vorgestellt ein 10-Punkte-Programm, das sie umsetzen würden, wenn sie morgen in Regierungsverantwortung gehen. Und das erwarte ich mir, und das ist meine Meinung zu dem Thema, eigentlich ab jetzt von den politischen Parteien. Ich will nicht wissen, ob der Herbert normal ist und ob der Babler den am liebsten, was eh nicht geht, den Herrn Mateschitz entweder enteignen oder verjagen würde. Und es ist mir völlig wurscht, ob die Frau Gehwessler allen Ernstes glaubt, die Klimakatastrophe ist die größte Herausforderung der Menschheitsgeschichte. Allein den Satz zu sagen, ist schon ein Wahnsinn. Aber ich würde gern wissen, was die eigentlich alle wollen. Und ich glaube, dass wir als Zivilgesellschaft, du mit der Union Souveränität, dem neuen Dachverband, dass wir darauf pochen können und auch die alternativen Medien, die wir beide betreiben, pochen können, dass wir sagen, lieber Leute, das reicht uns nicht. Ich will genau wissen, was willst du und was wirst du tun. Das ist so meine Meinung zum kommenden Wahlkampf und ich glaube, das ist auch ein guter Tipp an unsere Zuschauer. Wenn ihr die Gelegenheit habt, wenn ihr irgendwo kommentiert, sagt, ich will wissen, wie du es lösen wirst. Wie gehen die nächsten 5 Jahre in Österreich? Was würdest du konkret tun? Das ist meine Meinung. Was wäre wirklich, wenn da wieder das Pärchen Kurz Kickl da wäre und die zwei in irgendeiner Form irgendwas gemeinsam machen könnten? Das sehe ich als ein ganz heikles Thema. Das Zweite ist natürlich, was ist jetzt mit dieser Einstellung der ÖVP zu den Grünthemen? Würden die überhaupt mitspielen bei einer Rücknahme von diesen ganzen Geschichten, die da uns jetzt begonnen wurden aufzulegen? Ich aus meiner Sicht sind die so unglaubwürdig geworden. Ja? Und wenn sie das jetzt machen, wenn sie wirklich jetzt eine Kehrtwende machen, dann sind sie wirklich nur mehr der Wendehals und der seine Fahne in den Wind hängt. Also ich frage mich wirklich, wie die damit umgehen. Das ist ganz einfach. Entschuldigung, dass ich das jetzt so offen sage. Ich sage jetzt als potenzieller Campaign Manager. Ich gehe einfach hin und sage, ich befrage das Volk. Und wenn der Herr Kickl antritt und sagt, ich schaffe die CO2-Steuer ab und der Herr Kickl gewinnt die Wahl und ich verliere sie nicht so stark, wie ich gedacht habe, dann gehe ich hin und sage, das Volk, der Souverän, hat gesprochen. Und was interessiert mich mein Schwachsinn von gestern? Ja, wir haben es versucht, wir dachten, es ist ja wie bei Covid. Jetzt gehen sie hin und sagen, wer konnte es denn besser wissen? Genau. Wir alle haben es besser gewusst. Aber die Wissenschaft hat sich weiterentwickelt. Ja, zum Beispiel. Nein, in dem Fall würde ich ganz einfach, ich darf meinen Kandidaten hinstellen, ja, den Herrn Kurz, wenn ich sein Wahlkampfmanager bin, ich stelle mich hin und sage, du pass auf, es ist ganz einfach. Schau, wie die Wahl ausgeht, halt da alle Optionen offen. Und wenn der Kickl oder die Kickl-FPÖ tatsächlich stärkste Partei wird, und du, es geht sich eine Koalition aus,
dann machst du die Koalition, weil so hohe Werte habt ihr noch nie gehabt. Es gab noch keine beliebtere Regierung in den letzten 40 Jahren als die Kickl-Kurz-Koalition 1. Also, wenn du deine Amterl und Posten und deine Mandatare und deine Aufsichtsratsposten behalten willst, gehst hin und sagst, das Volk hat gesprochen und ich folge dem Volk. Und dann kannst du genau das Gegenteil machen von dem, was du gestern gemacht hast. Genau. Und du hängst natürlich die Schuld den Grünen um. Das sowieso. Ja, du sagst, ja, die wollten das. Der internationale Druck, du musst ja auch sehen, international, wir kommen dann jetzt eh gleich auch zum Wahlkampf USA. Es ist jetzt schwarz auf weiß, dass das grüne Experiment gescheitert ist. Es gibt zwei Klimagottesstaaten, wie ich immer das bezeichne, die tatsächlich radikale Klimamaßnahmen schon umgesetzt haben. Und beide sind als einzige in der Rezession. Österreich hat eine schrumpfende Wirtschaft. Dann kann zum Beispiel, um auf deine Frage zu kommen, die ÖVP sagen, es tut uns leid, aber das funktioniert nicht. Wir müssen jetzt zurückziehen. Wir hätten ja gern das Klima gerettet, aber... Aber damit schaden wir so. Die Grünen wollen ja die Wirtschaft schrumpfen. Ja, eh. Ja, ganz offen, ja, eh. Aber du hast ja nicht gefragt, was die Sekte will. Du hast gefragt, was die ÖVP machen will. Die Sekte ist eine religiöse Gemeinschaft. Die ÖVP wird sich morgen umdrehen. Und umgekehrt gesehen, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass Herbert Kickl weiß, dass unter Herrn Babler eine Koalition rot-blau ausgeschlossen ist. Und der das auch niemals wollte. Und die einzige Option, die dem Herrn Kickl bleibt, weil er wird keine absolute Mehrheit kriegen, es ist völlig ausgeschlossen, dass er eine absolute Mehrheit bekommt bei der Wahl, das muss man realistischerweise sagen, also wird er einen Koalitionspartner brauchen. Und das heißt, auch wenn es uns allen irrsinnig magert und wir alle unter diesen Verrückten teilweise gelitten haben, es wird eine bürgerliche Koalition geben oder eine Linkskoalition. Genau. Und die bürgerliche Koalition wird heißen, die ÖVP wird sagen, die schuld sind, haben wir rausgeschmissen und richtig schuld sind die Grünen und wir machen jetzt das, was das Volk will. Und so wird es ablaufen. Naja, es hat ja schon mein jugendlicher Politheld, der liebe Herr Dr. Kreisky, damals gesagt, hat gesagt zum Reporter, junger Mann, wollen Sie verbieten, mir was dazu zu lernen? Und immer denkt, Thomas, das ist cool, ne? Sagt, hey, ich habe was dazu gelernt. Ich habe das damals echt cool gefunden. Ja, und genau so. Und Kurz hat noch dazu den großen Vorteil, jetzt um wieder auf Kurz zurückzukommen, Kurz kann sagen, ja, da war ich ja nie dabei. Ja, genau. Kurz kann ja sagen, das hat der Schallenberg und der Nehammer beschlossen, genau. Ich hätte das ja anders gelöst. Ja, genau. Und dann wird er sagen, ja, wir müssen doch aufs Volk hören und ich bin ja... Und, wir müssen ja Realisten sein. Ja, und mein Tipp, mein privater Tipp nur kurz ist, wenn Kickl nicht mit zu großem Abstand gewählt wird, also wenn Kickl weit über 30% kriegt, muss er den Kanzler machen, auf jeden Fall. Wenn der Abstand zur ÖVP groß genug ist, also Kickl, sage jetzt einmal Hausnummer 33, 34, ÖVP 25, dann wird Kickl von der ÖVP als Kanzler angelobt, weil dann ist das Wählervotum eindeutig. Wenn es ausgeht, 29, 25, also Kickl unter 30 bleibt, dann wird die ÖVP ihm sagen, du kriegst einen Innenminister, aber Kanzler wird wer oder eine Frau, wäre mein Tipp, wird jemand anders. Ja. Und im Interesse Österreichs würde in dem Fall, glaube ich, auch der Herr Kickl sagen, bevor wir die linke Mehrheit anlassen, machen wir es so. Aber das Lustige wird dann sein, es ist egal, was er ist, das Lustige wird sein, was macht er von der Wählen. Habe ich wieder einen Tipp, ich sage, er geht auf eine Kur. Er wird diese Regierung dann nicht angeloben persönlich, diesen Schmach gibt er sich nicht, sondern er würde im Fall einer Krankheit wieder ersetzt oder wieder vertreten durch den ersten Nationalratspräsidenten und dann wird er leider Gottes krankheitsbedingt ein paar Monate auf Kur verschwinden. Ich war eh nicht dabei. Gut, das bringt uns zu den, also von einem schon sehr gesundheitlich angeschlagenen älteren Herrn, kommen wir zum richtigen gesundheitlich angeschlagenen Herrn, ja. Zu Joe Biden und dem Wahlkampf. Naja, das ist, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, weil eine unglaubliche Dynamik eigentlich dort im Gang ist, weil die so wahnsinnig viele Themen haben, die auch sehr breitbandig und in unterschiedlicher Art und Weise von den Kandidaten aufgerollt werden. Das beginnt natürlich bei dem ganzen Thema Energiewende, wo ja der Biden eine verrückte Maßnahme nach der anderen durchsetzt und kommt damit natürlich fürchterlich in die Bredouille. Dann diese dauernde weitere finanzielle
aus Unterstützung mit ihren Geldmengen der Ukraine. Das will auch kaum mehr jemand tragen, außer natürlich die, die was davon natürlich etwas haben, sprich die Rüstungsindustrie. Ein wahnsinniges Thema, wo sie auch in keiner Form eine Kehrtwende machen, ist das Thema illegale Immigration über die Grenze und damit verbunden das Thema Drogenhandel, Kinderhandel, Sex-Trafficking. Also, kann man da kurz? Ja. Weil also, da habe ich ganz was Aktuelles von gestern zu diesem Thema. Texas hat über den Rio Grande, der Rio Grande ist, wenn das Wasser tief steht, eine der Hauptmöglichkeiten, hier Menschen, Drogen etc. ins Land zu schmuggeln. Der texanische Gouverneur hat dort schwimmende Barrieren errichten lassen, um die Leute daran zu hindern, um die Schmuggler daran zu hindern. Und die Regierung Biden hat dagegen geklagt. Und gestern hat ein Richter in erster Instanz den Bundesstaat Texas angewiesen, diese Barrieren zu entfernen. Was ein Wahnsinn. Völliger Wahnsinn ist. Bei den Zuschauern muss man auch die Fakten geben. In den USA, in die USA sind in den letzten 2,5, 3 Jahren, seit Biden regiert, sind mehr Menschen illegal eingereist als nach Europa. Und zwar zwischen 2015 und 2000. Also in 5 Jahren sind nach Europa, wo wir die große Flüchtlingswelle hatten, weniger Immigranten eingereist. Substanziell weniger ja. als jetzt in die USA. Ja. Und das Komische ist ja wieder, was die Mainstream-Medien verschweigen, das völlig. Das war bei uns, war das große Thema, die Menschenflut. Die Amerikaner haben eine viel stärkere Menschenflut, ja. die nach Amerika reingeflutet sind. Die Amerikaner sind hier wirklich in einem Down Under, Land unter. Und noch ein paar Fakten. Trump ist mittlerweile mehr als in allen Umfragen, mehr als 50% vor dem nächsten. Ich warte eigentlich nur mehr auf den Tag, dass DeSantis aufgibt. DeSantis ist völlig chancenlos. Der hat 13% fallend Tendenz. Alle anderen republikanischen Kandidaten sind einstimmig. Obwohl er das macht, was du zuerst gefordert hast und viel mehr noch als der Trump, dass er sehr klar sagt, was sein Programm ist. Genau. Er sagt, wenn ich Präsident bin, mache ich das, mache ich das, genau. mache ich das. Ja? Aber es ist... Aber ihm fehlt dieser ich sage mal, Charisma. Nein, ja? ich würde es gar diese, nicht... Diese Power, die der Trump ausstrahlt. Ich glaube eher, DeSantis hat den Zeitpunkt falsch gewählt, weil es gibt halt einfach 79 Millionen Amerikaner, die Trump gewählt haben 2020 und die sich um ihre Wahl betrogen sehen. Und die wollen Gerechtigkeit. Die wollen Trump im Präsidentenamt haben. Und DeSantis hätte aus meiner Beobachter-Analysten-Sicht dieses Mal nicht antreten sollen, hätte dieses Mal Trump unterstützen sollen, sag, hol dir dein gerechtes Amt, hol dir das, was dir zusteht, werd Präsident und ich trete nach dir an. Weil dann hätte auch Trump DeSantis leichter unterstützen können und supporten können. Warum er das gemacht hat, kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, von außen als Analyst habe ich es für falsch gefunden. Und vor allem ist er jetzt beschädigt, weil er hat nur 13% und kriegt nicht mehr zusammen. Also war taktisch aus seiner Sicht, zumindest nach meiner Einschätzung, ein Fehler. Faktum ist, und das finde ich ja überhaupt das Größte. Ich hätte, als wenn ich sein politischer Berater wäre, hätte ich ihm vorgeschlagen, überhaupt ja, sich dem Trump als Vize zur Verfügung zu stellen. Aus meiner Sicht. Ja, zum Beispiel. Wäre ideal gewesen, ja. Wo man noch nicht wissen, ob es da noch kommt. Es ist noch lange genug Zeit. Ja, absolut richtig. Weil Trump außerdem erst nach der Nominierung der Offiziellen bekannt geben muss, wer auf seinem Ticket ist, wer sein Vizepräsident ist. Und das kann auf allen möglichen Parteitagen noch sein. Ja. Ich finde nur so zwei Dinge, die sollte man den Zuschauern sagen. Also Trump ist einfach das Wahlkampfgenie schlechthin. Die Tatsache, dass Trump sein eigenes Fahndungsfoto, auf das alle linken Medien gewartet haben, selbst postet, am Tag danach Leiberl mit seinem Fahndungsfoto im Internet zum Kaufen anbietet, am Tag danach und nur mit dem bereits 19 Millionen Dollar insgesamt eingesammelt hat an Wahlkampfspenden, nur mit dem, was ihm supporten, er ist ein Marketinggenie, egal was man von ihm hält, aber das ist eine Sensation. Er liegt in allen Polls auch vor Joe Biden. Also eine neue Wahl geht eindeutig zugunsten Trumps aus. Zumindest Stand heute, September 2023.
Und es wird ganz spannend, was er für ein Ticket hat. Die Tatsache, dass diese Richter in diesen Prozessen die Verhandlungen so gewählt haben, dass sie immer zu wichtigen Daten im Vorwahlkampf sind, hat ihm auch nicht geschadet. Seine erste Verhandlung bei diesem großen Prozess ist zum Beispiel einen Tag vor dem sogenannten Super Tuesday, wo ich glaube 13 oder 16 Staaten ihre Vorwahlen abhalten. Das schaut ihm auf gar keinen Fall. Die andere, der hat 24 Stunden oder 48 Stunden Dauerpräsenz, das kannst du gar nicht kaufen, Dauerpräsenz in jedem amerikanischen Medium. In jedem amerikanischen Medium steht Trump dort. Wenn ich Kandidat wie DeSantis wäre, gib ihm mal die Kugel weg, kannst du ja machen, was du willst. Du kommst da nicht einmal vor. Du bist wochenlang, bist du abgeschaltet, alle reden nur über Trump, Demokraten wie Republikaner. Und ich bin der Meinung, es wird ihn überhaupt nicht schaden. Im Gegenteil, seine Kernwählerschichten werden mobilisiert. Sehr viele Amerikaner werden sehen, dass das Politjustiz ist. Eigentlich erledigen die Demokraten sein Geschäft. Er sollte dann allen Dankeschreiben schicken. Und er ist endlich so weit, dass er hat gerade in den letzten Tagen zum ersten Mal eine Aussage zu den Impfungen getroffen, zu den Covid-Impfungen, und hat gesagt, also aus seiner Sicht ist es nicht in Ordnung, dass die Unterlagen zu den Trials für diese Impfungen nicht entsprechend veröffentlicht wurden und auch immer noch nicht zum Teil veröffentlicht sind und viele Daten scheinbar da drinnen nicht in Ordnung sind. Das ist zum ersten Mal, dass er das sagt. Und ich glaube, er muss das auch machen, weil meine Befürchtung war ja, dass sie ihm das dann bei Wahlkampfbeginn hinknallen, ja, und dann sagen, und du hast das Warp Speed gemacht, ja, und du bist deswegen schuld an der Misere mit den Impfungen. Deswegen muss er beginnen, sich dagegen auszusprechen. Du hast völlig recht, das hast du super beobachtet, und er tut es ja auch noch weiter. Er hat zum Beispiel ohne, das muss man auch wieder sagen, ohne dass es wirklich reale Anzeichen dafür gibt, hat er die Kernwählerschichten des Protestlagers dadurch angesprochen, indem er von sich aus sagt, ihr werdet sehen, sie werden es versuchen, die Wahl zu verhindern oder die Wahl zu beeinflussen, indem sie Covid wiederbeleben. Warum? Covid, das muss man wissen, bei der ersten Wahl 2020 war die Möglichkeit zur Briefwahl weit ausgeweitet worden, wo wir alle wissen, was bei den Ballots an Malversationen stattgefunden hat. Ich bin heute noch der Meinung, dass die Wahl bei den Ballots im November 2020 manipuliert war. Ja. Und davon bin ich felsenfest überzeugt. Und das ist aber nur möglich gewesen, weil eben die besondere Situation Covid war. Und Trump geht jetzt her, interessanterweise über ein Jahr vor der Wahl, geht er jetzt her und sagt, das werden sie wieder machen. Und sie werden wieder Masken verhängen und sagt jetzt, we will not comply. Wir werden uns diesmal nicht beugen. Das heißt, er motiviert jetzt schon sein Lager und er verhindert damit überhaupt, dass es passiert. Denn wenn das tatsächlich der Wahlkampfplan der Demokraten gewesen wäre, dann hat er ihnen jetzt geschickterweise den Wind aus den Segeln genommen, weil jetzt können sie es nicht machen, weil dann sagt Trump, ich hab's euch gesagt, und dann wäre das ein Vorteil für ihn. Und wie du richtig sagst, er hat jetzt sich schon rechtzeitig distanziert und er sagt ja auch in jeder zweiten Auftritt sagt er, Mask-Mandates, Vaccine-Mandates, das lehnt er alles ab und wir lassen uns das nicht mehr aufzwingen. We will not comply. Das ist jetzt sein Wahlkampfspruch und der geht auch den ganzen Winter weiter. Es sind auch alle Republikaner schon draufgesprungen. Jeder sagt, wir werden uns nicht mehr beugen. Das ist einfach eine Motivation. Aber da kommen wir dann jetzt gleich zum nächsten Thema. Du hast es vor, glaube ich, einem halben Jahr schon befürchtet und es mehren sich die Anzeichen und Trump hat es auch ähnlich wie Tucker Carlson und auch ähnlich übrigens wie der Viktor Orban im Tucker Carlson Interview gesagt, was bleibt denen noch? Ja. Biden wird verlieren, ja. Die Wirtschaft ist eine Katastrophe, die wird noch schlechter, die USA sind in einem Finanzdesaster. Man kann sich's gar nicht vorstellen. Die USA werden, das ist wieder ein Faktum, nächstes Jahr über 1000 Milliarden Dollar nur an Zinsen zahlen müssen. Der Zinsendienst alleine ist höher als das Verteidigungsbudget nächstes Jahr. Amerika verliert international an Bedeutung. Die Wirtschaft ist nicht okay. Der Dollar wird immer mehr abgelöst als Weltwährung. Die USA sind pleite und es wird sich kaum mehr aufrechterhalten. Trump wird immer beliebter. Es gibt keine einzige Poll, die den beiden auch nur annähernd Chancen gibt zu gewinnen,
Biden will aber offensichtlich antreten. Das heißt, sie kennen, die Demokraten sind in einem Dilemma, können niemanden anderen machen oder niemanden neuen aus dem Hut zaubern, solange Biden von sich aus selbst nicht zurücktritt. Und das Einzige, was bleibt, ist das, was du vorher gesagt hast, es wäre die Eskalation in der Ukraine. Die Frage ist, auf welche Art und Weise. Es muss ja nicht unbedingt sofort ein Totaleintritt sein. Aber jede Art von weiterer Eskalation, in dem sozusagen die USA behaupten kann, sie sind in einem quasi Kriegszustand, ja, mit Russland und unterstützen nicht nur die Ukraine. Ukraine würde ihnen verschiedene Möglichkeiten geben, die politische Situation im Land zu beeinflussen. Genau. Ja? Zum Beispiel, und das ist leider Gottes, das muss man unseren Zuschauern auch offen sagen, das ist keine irreale Verschwörungstheorie, das ist näher, als wir glauben. Und auch wenn ich jetzt wieder öffentlich als Putin-Troll beschimpft werde, ich bin sehr dankbar, dass Putin im Kreml sitzt, denn Medvedev hätte schon längst eskaliert. Sie müssen wissen, die Ukraine greift mit Drohnen mittlerweile Flughäfen tief im russischen Hinterland an. Und diese Drohnen können nur von Estland, Lettland oder Litauen gestartet worden sein, also von NATO-Ländern. Und im Süden unten die Angriffe auf die Krim und auf andere Einrichtungen im Süden Russlands mit den unbemannten Seedrohnen, die werden von NATO-AVAX-Flugzeugen aus überwacht. Wenn schon nicht gesteuert, dann gehen die Daten an die Ukrainer, aber de facto machen die USA mit AVAX-Flugzeugen der NATO bereits hier mit. Und das alles dient nur quasi der Provokation Russlands. Und ich bin sehr dankbar eigentlich, und wir können es alle sein, dass die noch nicht eingestiegen sind auf die Provokation. Ja, das ist derzeit, zum ersten Mal bin ich wirklich auch so pessimistisch oder ein bisschen pessimistischer als sonst, was du vorher gesagt hast. Ich halte es mittlerweile für durchaus realistisch und möglich, dass die USA dahingehend eskalieren. Es hängt vor allem mit mehreren Dingen zusammen. Und wir haben mit mehreren Leuten gesprochen, die haben gesagt, das ist ein Blödsinn und die NATO kann da gar nichts machen. Und die NATO hat nicht mal mehr die Munition, um irgendwas zu tun. Das stimmt. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass das Problem ist, sondern das Problem ist, dass man hergeht und auf russischer Seite ja ganz klar, ja, dass die nukleare Verängstigung, ja, und nuklearen Terror benutzt. Ja, man braucht gar nicht also schießen, man braucht nur drohen, ja, mit dem Schießen. Ja, ja. Wie du richtig sagst, es muss ja gar nicht richtig eskalieren. Es reicht ja schon, wenn Russland dann zum Beispiel ein AVAX-Flugzeug, ja, muss es nicht einmal abschießen, aber abdrängt. Mit Kampfflugzeugen abdrängt, dann gibt es schon einen Eskalationsfall. Wenn Russland zum Beispiel eine Radarstation an der Grenze in Estland lahmlegt, muss es auch nicht direkt reinschießen, sondern lahmlegen, dann wäre schon wieder eine Eskalationsdrohung da. Und die Eskalationsdrohung könnte dann so weit sein, dass man sagt, so, und jetzt müssten wir zum Beispiel, was die Polen ja schon ewig wollen, wir müssten zum Beispiel den Westen der Ukraine in eine Sicherheitszone verwandeln, wo die Ukrainer sich hinflüchten können. Das wäre dann von Rumänien und von Polen hinaufmarschieren, die Ungarn machen sicher nicht mit, und dann nehmen sie den Westen der Ukraine und machen dort eine NATO-Sicherheitszone. So wie auch die deutschen verrückten Politiker die ganze Zeit verlangen, dass die NATO eine sogenannte Flugsicherheits- und Flugverbotszone über dem Rest der Ukraine verhängen, die dann die Russen akzeptieren müssten, weil sie sonst im direkten Konflikt mit der NATO wären. Was ich damit nur sagen will, wie bereit die beiden sind, ja, mit diesen Aussagen und mit diesem Feuer zu zündeln und zu spielen. Es ist eine Katastrophe. Ja. Ja, es ist eine Katastrophe. Und ja, die Ukraine stellt die Forderung, dass wir geflüchtete Männer zurückstellen. Es sind 600.000 männliche Ukrainer in den Westen geflohen vor dem Krieg, so wie du und ich es auch tun würden, weil ich ganz sicher nicht in so einem Krieg sterben wollen würde. Und jetzt fordern die, bringt uns diese zurück. Und jetzt erschüttert mich zutiefst die europäische Reaktion dieser selbsternannten Bessermenschen in den Mainstream-Medien, die ich mittlerweile verachte wie nur. Ja, ich darf nicht sagen, dass einer ins Sozialsystem einwandert, wenn er zu uns kommt und nicht arbeitet. Ich darf nicht sagen, dass das illegale Migration ist und keine Flüchtlinge, sondern
Sozialmigranten und Wirtschaftsflüchtlinge sind, da bin ich der Böse. Aber wenn ein Ukrainer flüchtet, dann nehmen wir ihn zuerst auf und dann ist er plötzlich ein Fahnenflüchtiger. Also die moralische Verkommenheit, die sich da mittlerweile in einem Teil unserer Öffentlichkeit abspielt, das ist wirklich abstoßend. Abstoßend. Jetzt haben wir eigentlich China BRICS nicht behandelt und kommen jetzt schon. Naja, das Thema Klima, der BRICS kann man ganz kurz eigentlich da hinten dranhängen. Es ist ja ohnehin ein riesenbreites Thema, das wir heute eh nicht abhandeln können. Aber das Spannungsfeld mit BRICS natürlich in diesem ganzen Thema ist schon ausgesprochen relevant. Ja? Weil China natürlich mit Taiwan sein eigenes Problem mit USA hat und auf der anderen Seite aber eine Partnerschaft, mal prinzipiell wirtschaftlich, aber zum Teil auch militärischer Natur mit Russland. Und auf welche Art und Weise man sich in den USA vorstellt, dass man mit diesem Spannungsfeld auf irgendeine positive Art und Weise da herauskommt, ohne dass man in der Ukraine Frieden schließt, habe ich keine Ahnung. Also ja. ich habe es zwar... Weil man durch BRICS das alles natürlich verfestigt. Ich habe es zwar niemals für möglich gehalten, dass das buchstäblich eintritt, aber ich kann mich noch gut erinnern, im ersten Wahlkampf Trump gegen Hillary Clinton hat man gesagt, wenn Hillary und dann später auch bei Biden, wenn die gewinnen, sind wir dem Weltkrieg so nahe wie nie zuvor. Ich habe das damals für Übertreibung gehalten, aber es war die reine Wahrheit. Ja. Wenn Biden wieder gewählt wird, halte ich es für durchaus möglich, dass er dadurch gestärkt, dass er tatsächlich irgendwie gewinnt, tatsächlich es darauf ankommen lässt, auf eine mehr oder weniger tatsächlich militärische Konfrontation im Pazifik. Die Australier sind ja hier wieder... Also nicht er, sondern Obama. Ja, genau. Nicht er, sondern Obama, weil er weiß ja nicht, wo er ist. Aber was ich damit sagen will, ist, es gibt aber mittlerweile schon ganz starke Kräfte in den USA, und das spielt wieder in den amerikanischen Wahlkampf hinein, die sagen, es ist ein völliger Irrsinn. Weder wirtschaftlich noch militärisch können wir das gewinnen. Ja. Und dann kommen wir zum Thema BRICS. Frankreich verliert gerade sämtlichen Einfluss in Afrika, wird mit, Entschuldigung, Arschtritt rausgekickt. Sieben afrikanische Länder haben Frankreich aufgefordert, die Truppen sofort abzuziehen. Zwei davon haben aufgefordert, die sind den Botschafter abziehen. Das ist überhaupt der Affront schlechthin und sagt, wir wollen keinen von euch mehr sehen. Frankreich verliert völlig den Einfluss. Die BRICS-Staaten haben 6 neue Mitglieder jetzt aufgenommen. Nächstes Jahr beim Gipfel in Russland nehmen sie weitere 13 auf. 80% der Erdölreserven liegen mittlerweile bei BRICS. Die Handelswege kontrolliert BRICS. Die USA sind in einem noch nie dagewesenen geopolitischen Desaster. Und entweder kommt jetzt einer wie der Trump, der gnadenlos Business macht. Gnadenlos. Also wir brauchen, Europäer brauchen sich ja nicht erwarten, dass er irgendeine Art von Rücksicht auf uns nimmt. Das sollte mir auch klar sein. Ja, wir hoffen alle, dass Trump es wird, damit es nicht zum Weltkrieg kommt. Aber wirtschaftlich gesehen macht Trump genau das, was er versprochen hat. America first. Und BRICS auch nicht. Europa ist für BRICS nichts. Das heißt, wir freuen uns zwar einerseits, dass die amerikanische Hegemonie vorbei ist. Wir hoffen auf der anderen Seite, dass Trump Amerika wieder in einen vernünftigen Pfad zurückbringt. Aber wir vergessen, dass beide eigentlich auf uns, ich will das Wort nicht aussprechen, weil sonst wären wir auf YouTube gesperrt, aber einen Furz geben. Genau. Ja, die fahren über uns drüber, sehen uns als Urlaubsziel und wir kaufen halt auf, was bei uns noch irgendwo schön zum Kaufen ist. Aber da wäre wieder Zeit, dass sich Europa darauf besinnt und dann wieder zurück zu unserem Partner Russland geht, weil das ist unser Partner gewesen und wir waren 30 Jahre lang froh, dass wir diesen Partner haben. Den haben wir jetzt künstlich vergrault und jetzt müssen wir eigentlich auf Knien dort wieder hinrutschen. Aber die Wahrheit ist, wenn Trump kommt und wenn BRICS sich weiter so entwickelt, wie es jetzt entwickelt, bleiben wir über. Genau. Und zwar so richtig. Ja. Und das ist natürlich eine Aussicht, die europäischen Politiker schon langsam sollten wir irgendein politisch, und da kommen wir jetzt noch zum Thema Europawahl zum Schluss. Es ist nächstes Jahr nicht nur die Nationalratswahl, sondern auch die Europawahl. Und es kommt wieder darauf an, ich will Politiker und Parteien haben, die mir ganz genau sagen, wohin soll Europa steuern. Sprich, wir nehmen das alles wieder zurück. CO2-Steuer, vergesst es. Milliardenzahlungen an Brüssel, vergesst es. Zwingt uns, klagt uns, zahlen wir nicht. CO2-Steuer weg, Gebäuderichtlinie weg, Zensurgesetz weg. Das will ich alles in einem Wahlprogramm stehen haben. Und zwar in allen europäischen Ländern. Und ich bin überzeugt davon, wenn Parteien antreten, die das tun, erringen sie einen Wahlsieg, weil die Menschen wollen das.
Aber wir müssen wieder schauen, dass Europa und in dem Fall auch Österreich wieder auf seine eigenen Interessen besser schaut, sich Allianzen sucht und aufhört mit diesem schrecklichen, wir sind die Moralbesten. Und das ist auch der einzige Weg, also diese Schnapsidee, dass man da irgendeinen radikalen Umsturz veranstaltet, einen Umbruch, ja, der das System zerstört, das ist alles Schwachsinn. Ja. Also brauchen wir nicht weiter darüber reden, aber es gibt nur den Weg auf die demokratische, wenn das auch hart ist und wenn es auch mühselig ist und es schwierig ist, die Leute zu überzeugen. Die Leute sagen, ja, aber 70% der Leute sind Volltrottel. Sag ich, ja, aber dann bist du ein Totalitärer, weil dann sagst du, 70% muss man zwingen. Ne? Es kann sein, dass die Union zerbricht. Ja. Ja? Es kann durchaus sein. Es ist absolut im Bereich des Möglichen. Aber dann passiert es. Genau. Das ist aber nicht von uns ausgehend, dann zerbricht es. Ja. Und dann müssen wir schauen, dass wir mit dem Rest, das überbleibt, wieder halbwegs zurechtkommen. Ja. Aber dann müssen wir uns auch Verbündete suchen. Ja. Die Geschichte, wir treten als Land mitten in Europa, da können wir eine eigene Sendung drüber machen, aus der Union aus, ist nicht möglich, weil dann wir das warnende Beispiel sind, dann müssen sie an uns ein Exempel statuieren und das würden sie. Es wäre der finanzielle, wirtschaftliche Ruin Österreichs. Also gibt es nur zwei Möglichkeiten. Wir verändern es von innen oder wir suchen unseren Weg, wann es zerbricht. Genau. Es kann durchaus sein, dass es zerbricht. Ja. Ja, will ich nicht ausschließen. Heute sogar für ziemlich wahrscheinlich. Ja. Dass es wieder weggeht von der Zentralunion zu einer Art Wirtschaftsblock. Würde auch natürlich zusammenhängen mit den Veränderungen und mit den Verschiebungen, die sich im Finanzsystem ergeben, mit genau. BRICS, mit einem ja, finanziellen Problem, Kollaps, Crash oder was immer, genau. Der uns ja schon sehr lange vorhergesagt wird von allen möglichen Leuten. Und das ist absolut jeden Tag, kann das passieren, dass irgendwo... Ja. Ein Ziegel rausrutscht und der ganze Turm kippt. Ganz genau. Ja. Und dann natürlich, ja, dann ist die Frage, ob die EU bestehen bleibt. Ganz genau. Ja. Deswegen, jeder, der Ihnen rät, gehen Sie nicht zur EU-Wahl, weil dann können wir die EU von Ihnen zum Stürzen bringen, ist ein Scharlatan und ein Extremist. Genau. Das wird nicht funktionieren. Solange wir drinnen sind, sollten wir es von innen verändern. Ja. Und die Chance, dass wir es von innen verändern, und zwar alle Länder Europas, in denen jetzt bereits eine Mehrheit besteht, die sagt, so kann es nicht weitergehen. Das ist ja in jedem Land Europas so. Und das muss halt einfach bei der Union, bei der nächsten Wahl umgesetzt werden. Und die Leute, die erzählen, nein, das hilft alles nichts und Wahlen hilft alles nichts, das sind in Wirklichkeit Extremisten, die der Sache selbst nichts helfen, die nur den Wandel eigentlich gar nicht wollen, weil sie sich im Protest eingerichtet haben. Und der Wandel passiert im Moment nur von innen. Ja. Und das ist die Alternative, die wir nächstes Jahr haben. Und genau. Daher sollten wir eine Wahlbeteiligung von 80% zusammenbringen bei der Europawahl, weil dann ändert sich zumindest was in Österreich. Und ein Land wie Österreich kann dann sehr viel bewirken, wenn es vorangeht, weil wir haben sofort Verbündete. Wir hätten sofort die Ungarn, wir haben auch die Italiener, wir haben andere Länder in Europa, Griechenland und andere, die das verändern wollen. Oder es zerbricht eh. Ja. Und das ist vielleicht mein Stichwort zum Zerbrechen, weil die Woche die Schule angefangen hat. Kehren wir wieder nach Hause zurück. Kehren wir nach Hause zurück, weil was gerade zerbricht, ist noch viel schlimmer als irgendeine weltweite Verschwörung, die die EU zerstören will. Wir haben ein Chaos in den Schulen. Wir haben zu wenig Lehrer. Das ist ein Faktum. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Schulklassen, die mit noch nicht voll ausgebildeten, zwar sehr engagierten Menschen, aber noch nicht voll ausgebildeten Menschen oder Lehrern auskommen müssen. Unsere Kinder haben plötzlich kein voll ausgebildetes Lehrpersonal in einem der reichsten Länder der Welt. Wir haben einen Minister, der sich überrascht davon zeigt, dass die Babyboomer in Pension gehen. Das wissen wir ja erst seit gestern, dass Menschen mit 65 oder mit 60 Frauen in Pension gehen. Das hätte keiner vorhersehen können. Und der stellt sich allen Ernstes hin und sagt das. Was mir aus den Schulen berichtet wird, ist Chaos pur. Und was mich besonders erschüttert, ist ein Thema, über das ich zwar schon geschrieben habe, das aber nicht allgemein bekannt ist. Unser Bildungsniveau sinkt in einem Ausmaß, das kann sich kein Mensch vorstellen. Das ist richtig. Fakten für unsere Zuschauer, die den Blog nicht gelesen haben. Wenn du heute als nicht muttersprachliches Kind in eine Klasse kommst, in der Volksschule, dann gibt es mittlerweile in vielen Bundesländern, eigentlich in allen Bundesländern Österreichs, Förderungen, Förderklassen. Eine Stunde, drei Stunden, dreimal in der Woche, was auch immer.
Da hörst du 3 Stunden lang, lernst du nichts als Deutsch. Den Rest bist du beim Unterricht dabei. Das heißt, das Kind hört 6 Stunden am Tag Deutsch, das ganze Jahr. Und dann muss es am Ende des Jahres einen Test bestehen, wo ihm Bilder vorgelegt werden und er muss das Bild beschreiben. Die Katze sitzt auf dem Baum, das Kind geht in die Schule, der Polizist irgendwas. Solche einfachen Sätze. 6 Sätze muss es zusammenbringen, dann ist es berechtigt weiterzugehen. Und dann mit das bringen sie zusammen. Es gibt eine immer größere Gruppe von Kindern, die entweder aufgrund eines persönlichen Defizits, aber das ist eher nur ein kleiner Teil, als auch vor allem mit 0 Unterstützung aus dem Elternhaus einfach an diesem Teil des Unterrichts nicht teilnimmt und dann irgendwie mitgeschleppt wird. Und die ganz aktuell von dieser Woche, es gibt eine Weisung aus dem, na Weisung, es gibt eine Empfehlung aus der niederösterreichischen Landesbildungsdirektion, heißt es jetzt, die Lehrer mögen bitte nicht so formal streng beurteilen, sondern auch berücksichtigen, wie die persönliche Entwicklung des Kindes ist. Sprich, er hat im Halbjahr 1 deutschen Satz können und am Ende des Jahres 3 deutsche Sätze und jetzt lasst ihn bitte aufsteigen. Ich finde, darüber wird überhaupt nicht geredet. Ja. Und das ist aber die Zukunft unseres Landes. Ja, aber das Hauptproblem dabei ist natürlich diese unheimlich große Bandbreite von Nationalitäten, die da jetzt in manchen Gegenden, Bezirken, Großstädten natürlich vor allem auf die Lehrer einstürmen, weil die stürmen ja wirklich die Klassen. Das ist natürlich ein ganz großes Problem. Das ist nicht so, dass man jetzt hergehen kann und kann sagen, okay, da mache ich jetzt eben einen Lehrer, du hast da ganz einfach 10 Nationalitäten drin sitzen, die alle nicht die gleiche Sprache sprechen. Ja, das ist ein Riesenproblem, das wahnsinnig schwierig zu lösen ist auf der einen Seite. Aber das heißt ja nicht nur, dass die Qualität der Bildung für diese Kinder massiv sinkt, sondern für alle normalen Österreicher auch. Natürlich. Ja, ganz extrem. Ja, natürlich. Ja. Wenn ich 3 Kinder oder 5 Kinder habe, die dem Unterricht nicht folgen können, muss ich als Lehrer permanent Rücksicht nehmen. In dem Moment, wo ich sie absondere, bin ich Rassist, ausgegrenzt oder was auch immer. Aber Faktum ist, wir müssen auch darüber reden, dass die österreichischen Kinder oder auch Kinder, die die Sprache gut beherrschen, so muss man sagen, ja, dass diese Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung gehemmt werden. Wir müssen jetzt mittlerweile, und das ist jetzt meine Meinung zu den Fakten, wir müssen auch hier in diesem Thema einen radikalen Wandel denken. Ja. Es ist einfach so, aus der Volksschule musst du rauskommen mit Rechnen, Schreiben, Lesen. Nicht Namen tanzen und nicht Social Skills, sondern Rechnen, Schreiben, Lesen muss sitzen. Alles andere kann ich später lernen, aber das muss in der Volksschule sitzen. Und dann muss ich halt zu ungewöhnlichen Methoden greifen und dann muss ich zum Beispiel sagen, okay, dann wird es eben Kinder geben müssen, die vielleicht 5 Jahre Volksschule gehen und 1 Jahr nur Deutsch lernen. Und was mir dabei halt auffällt und mir das schon aufgefallen ist, auch in der Beginn der Corona-Zeit, weißt, und wenn man sich anschaut, was alles passiert ist in der Corona-Zeit mit den Kindern, wie wenig Erwachsene, sogar bei ihren eigenen Kindern, schon gar nicht, wenn das irgendwelche anderen Kindern sind, das eigentlich zur Priorität gemacht haben. Also das ist schon eine Sache, die mich sehr, sehr enttäuscht hat, das muss ich schon sagen. Weil wirklich eigentlich die Kinder, wenn ich denke, diese erste große Demo zum Schutz der Kinder in der Corona-Zeit, wo 100 Leute da waren in Wien. Also das war wirklich erschütternd und es ist leider nicht besser geworden. Und auch dieses Problem, das man hier jetzt in den Schulen sieht, zeigt, wie wenig Priorität die Kinder in unserer Gesellschaft eigentlich haben. Ja, da kommen wir den Bogen zu Teichtmeister zurück. Du hast völlig recht, das Thema Kinder und das Thema Entwicklung der Kinder gehört einfach als gesamtgesellschaftliches Ziel ganz oben hinauf. Wir können das Klima nicht retten, es ist völlig lächerlich, das Klima muss auch nicht gerettet werden, aber wir können unsere Kinder retten. Genau, weil wir bekommen Sexualausbildungskonzepte von der WHO. Ich kann als Staat plötzlich Milliarden aus dem Hut zaubern, um irgendwelche schwachsinnigsten Klimaprojekte durchzuziehen und um unseren CO2-Ausstoß zu senken, während China 500 Kohlekraftwerke baut und Indien noch mehr.
Aber wir haben keine, aber wir haben keine 5 Milliarden, die wir investieren, außerordentlich, um Kinder zu fördern. Genau. Das haben wir nicht plötzlich. Wir können 5 Milliarden ausgeben in 2 Jahren für schwachsinnige Massentests, aber wir können nicht 5 Milliarden ausgeben für Kinder. Und das wäre zum Beispiel aus meiner Sicht, wenn wir uns auswählen wollen, welche Parteien wir wählen, das wäre ein Punkt, der ganz vorne auf dieser ganz Liste. Genau. Ja, ganz genau. Ein Punkt 1 bis 3 müsste, was tun wir für unsere Kinder. Ganz genau. Ja. Deswegen sage ich ja, wir dürfen den jetzigen Wahlkampf, wir dürfen die Parteien nicht mehr damit davonkommen lassen, dass wir uns in dieses Theater reinspielen, der andere ist so böse und der andere hat das gesagt und bitte, der hat das gesagt und bitte, die haben auf den Balkon geschaut und auf der anderen Seite auch bitte, der will alle enteignen etc. und oder der will die große Verschwörung machen. Ich will ganz genau wissen, was kommt als Wähler. Und dieses Mal sollten wir sie nicht davonkommen lassen mit Wischiwaschi und Ablenkerei, sondern wann er mal kommt und erzählt, was hat der böse Herbert gemacht, sage ich, das interessiert mich nicht, mich interessiert, was du machen willst. Ich möchte nur noch einen Satz sagen, weil du weißt, Eigenlob stinkt, also muss ich dich loben. Was wir beim diesmaligen 5x5 unseren Zuschauern noch mit sagen sollten, ist, und ich bitte dich, das noch vorzustellen, weil ich habe dich gefragt, ich war zwar leider nicht dabei, aber es ist dir eigentlich nach 3 Jahren Arbeit eine Sensation gelungen. Es gibt jetzt wirklich einen Dachverband des moderaten, vernünftigen, faktenbasierten Widerstands und ich bitte dich jetzt offiziell im Namen unserer Zuseher, verraten wir noch zum Abschluss was drüber. Genau, und da darf ich dir sofort widersprechen, was ich super finde, weil ich sage immer, wir zählen uns nicht zum Widerstand, weil wir stehen gegen nichts. Entschuldigung. Sondern wir, nehme ich schon wieder zu. Wir sind eine Bürgerrechtsbewegung. Ja, wir sind für Frieden und für Demokratie und für Freiheit. Und es ist gelungen, in ein paar gar nicht so schwierigen Gesprächen, ich habe das mehrmals angestoßen, wurde mehrmals hin und her geschoben, aber es ist uns gelungen, eine Gemeinschaft zu schaffen zwischen der Union für Souveränität, der Arbeitgeberorganisation Einheit.at mit ungefähr 8.900 Mitgliedern und den freien Arbeitnehmern, die ursprünglich aus der MFG entstanden sind, die zwischen 5.000 und 6.000 Mitglieder haben, dass wir einen Verband gründen, die Union, einen gleichberechtigten Verband, in dem dann in Summe 15.000 Mitglieder quasi drinnen sind und die Union für Souveränität übernimmt dabei die organisatorische Dachverbandsaufgabe. Ja, ohne dass das jetzt hierarchisch ist in irgendeiner Form, wir helfen das zu organisieren und das durchzusetzen und wir sind gerade dabei, ein gemeinsames Programm mit der Arbeitsteilung, wer was macht, wir wollen auch unbedingt im Rahmen dieser ganzen Geschichte den Senat Austria endlich mit Leben füllen, diese Think Tank Gruppe, die also hergehen soll und eigentlich das politische Geschehen und das gesellschaftliche Handeln beurteilen und zu kommentieren und ich hoffe, dass wir hier in den nächsten Wochen hier ein paar sehr interessante Pläne, was wir gemeinsam machen wollen, auch den anderen Leuten mitteilen können. Und wenn jetzt einer unserer Zuseher oder auch Zuhörer hier gerne mitmachen, Mitglied oder sonst irgendwas sich beitragen würde, entweder finanziell oder durch persönliche Leistung, die er beitragen will, wie macht er das, wo macht er das, wo kann man sich anmelden? Ja, also es ist ganz egal, wo er Mitglied wird, ob er jetzt bei der Union für Souveränität, bei Einheit.at oder bei FAN. Und mich haben schon Leute angeschrieben und gesagt, ja, super toll, wahnsinnig spannend, ich schaue mir jetzt die Websites gleich an, dann entscheide ich, wo ich Mitglied werde. Okay. Ja, weil es ist ja auch eine Arbeitnehmerorganisation und eine Arbeitgeberorganisation, die gemeinsam jetzt hier auftritt. Ja, und das ist das erste Mal, dass das in dieser Form eigentlich passiert und das sehe ich auch deswegen so herausragend, weil wir damit dieser Spaltung, diesem Auseinanderdividieren der Leistungsträger dieses Landes ja entgegenwirken wollen. Wir wollen wirklich den Mittelstand stärken, wir wollen den Mittelstand zum Träger der Demokratie ermächtigen und wirklich die Organisation schaffen, die ihn vertritt und die politischen Agenten für diesen Mittelstand auch übernimmt. Liebe Zuschauer, ich bin ganz sicher, so wie ich den Max kenne, unten unter dem Link zu diesem Video finden Sie die Links zu den 3 Einzeldachorganisationen oder zu den Einzelorganisationen unter dem Dachverband, wo Sie draufklicken können und draufschauen können. Ich finde das auch deshalb, und das ist meine Meinung dazu, ich finde das auch deshalb so bemerkenswert, weil ich glaube, es ist jetzt auch angesichts der
sehr schwierigen Situation der letzten Wochen und der sehr irritierenden Entwicklungen innerhalb des Maßnahmenkritikerlagers jetzt wirklich an der Zeit, dass es eine Richtungsentscheidung gibt. Und ich bin da sehr dankbar für dieses Stichwort. Wir sollten uns jetzt schon langsam darauf konzentrieren, für was wir stehen, wofür wir stehen und nicht wogegen wir sind. Und was wir tun und nicht wogegen wir sind. Genau. Es ist genauso wie bei den Parteien, wo ich verlange, dass ich weiß, was will die Partei und nicht, was macht der andere schlecht. Genau. Genauso möchte ich das auch eigentlich bei unserem Teil der Bevölkerung halten. Ich möchte gern wissen, wie kann man was verändern, wo kann man was verändern, was können wir tun und nicht immer gegen sein. Und ich glaube, das ist auch der einzige Weg, wie wir die Basis verbreitern, wie wir mehr werden und wie wir mehr ansprechen können. Denn dieses permanente gegen etwas sein führt einfach dazu, dass entweder ein Teil ermüdet, erlahmt und wegbricht und die anderen sich einfach abwenden und sagen, die sind eigentlich immer nur dagegen. Genau. Und ich glaube, wir sollten uns, und da weiß ich, dass du meiner Meinung bist, ich glaube, und vor allem handelst, ich glaube, wir sollten uns jetzt wirklich entscheiden, dass jetzt ist der Weg, die Weggabelung da und jetzt in den nächsten 12 Monaten passiert für unser Land und für Europa so viel Entscheidendes und wir sollten unseren Teil dazu beitragen, dass wir sagen, wofür wir stehen, was wir gerne sehen würden, was wir gerne machen würden und das wir tun und nicht einfach nur immer gegen alles sein. Das ist meine Meinung. Genau so ist es, kann ich hundertprozentig unterschreiben. Der wichtige Punkt abschließend ist der, weil mich Leute fragen, naja, wenn du keine Partei bist, wie willst du da wirksam werden, willst du was tun? Genauso wie jede andere Gewerkschaft. Ja? Wir wirken durch die Größe. Ja. Das heißt, unser Ziel muss es sein, die Gesamtorganisation des Mittelstandes, ich bin immer sehr großspurig und sage, ich möchte größer werden, also die Organisation, nicht ich persönlich, ja, aber die Organisation muss größer werden als der ÖGB. Und wenn wir hunderte, tausende von Österreicher versammeln und politisch Druck machen, ja, dann machen wir auch Politik. Davon bin ich überzeugt. Dazu müssen wir nicht eine Partei haben. Und sollte es notwendig sein, in 5 Jahren, dass man eine Partei gründet, so be it. Ja, mein Schlusssatz ist, es ist ein riesengroßer Irrtum, dass man eine Partei sein muss, um etwas zu verändern. Es ist ganz im Gegenteil. Ja. Parteien wollen gewählt werden und wollen herausfinden, was die Menschen wollen. Ja. Und wenn viele Menschen gemeinsam ihre Stimme erheben, dann tun die Parteien das, was sie von außen hören. Genau. Das sehen die Leute nur nicht, weil sie nicht wissen, wie Parteien oder wie solche Organisationen funktionieren. Parteien sind immer von den Geldgebern abhängig und das wollen wir nicht. Und von denen, die sie wählen. Genau. Und daher glaube ich, dass wir alle Danke sagen müssen. Ja. Und gemeinsam, glaube ich, liebe Zuschauer, sollten wir uns entscheiden, wir beide stehen dafür, wofür wir hingehen, was Positives ist. Wir wollen nicht das Negative in den Vordergrund stellen. Dafür stehen wir und es gibt Gott sei Dank ganz viele Menschen, die ähnlich denken und die uns unterstützen. Und darf ich einmal die Abschlussmoderation anfangen? Natürlich, selbstverständlich. Und daher danke vielmals, liebe Zuhörer und Zuseher, dass Sie uns unterstützen und dass Sie so zahlreich unsere Videos anschauen. Ich freue mich immer, bei Max zu Gast zu sein. Das allerletzte Wort bleibt wie immer dir. Ja, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Gerhard hat uns schon verabschiedet. Dankeschön und auf Wiedersehen.